Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Elex 2 mit mir, der Steffi, Crony, Jax. Wir stehen vor den Klerikern. Hier möchte ich mal an dieser Stelle nochmal kurz erwähnen, nur für den Fall des Falles. Wer Elex 1, also den ersten Teil, noch nicht gesehen hat oder nicht kennt oder nicht gespielt hat oder sonst was, ihr könnt mal hier gucken. Ich habe den ersten Teil auch hier gespielt. Lohnt sich auf jeden Fall reinzugucken, nicht zwingend notwendig, um den zweiten Teil mitverfolgen zu können, aber auch ein sehr schöner Teil der Geschichte, würde ich sagen. Lohnt sich auf jeden Fall reinzuschauen. So, wir haben eine Aufgabe, wir müssen einen Anschlag aufklären, Alp zu werden, um dann auch Fähigkeiten zu bekommen, und dafür müssen wir jetzt hier weitermachen. Und wer genaueres wissen will und die vorherigen Folgen nicht kennt, müsste mal ein oder zwei Folgen zurückgehen. So, wir gehen jetzt aber mal hin und erledigen unsere Aufgabe. Hey Alex, schau mal hier. Hast du diese ID-Karte schon einmal gesehen? Das ist doch... Du solltest mit Hagen darüber reden. Such ihn am besten direkt auf. Bitte sehr, da hast du sie zurück. Ja, verdächtig. Und das hier. Oh, ich finde das so geil, dass wir das schon direkt Das haben wir auf jeden Fall gut geskillt. Auf jeden Fall. Und da bin ich ja echt froh drum. So, Hagen. Erstmal klären wir das mit den Banditen. Ist dir klar, dass sich ein paar Banditen in eurer Nähe breit gemacht haben? Unmöglich. Davon hätte man mich bereits in Kenntnis gesetzt. Nicht, wenn ihr sie nicht sehen könnt. An der Nordflanke des Berges findest du den Eingang zu ihrem Versteck. Dann sprichst du von der alten Tunnelanlage. Ich hatte angenommen, dort habe sich nur etwas Viehzeug eingenistet. Ich darf wohl nicht annehmen, dass du dich darum schon gekümmert hast. Doch, habe ich. Du hast es mit einer ganzen Bande aufgenommen? Entweder bist du verdammt gut, oder du hast mehr Glück als Verstand. Eher das Zweite. So eine Leistung gebührt dir natürlich eine entsprechende Belohnung. Ich werde ihr Beutegut konfiszieren lassen. Es wäre verantwortungslos, das den Ratten zu überlassen. So, und jetzt zu unserer eigentlichen Aufgabe, wo ich noch keine Ahnung habe, wie wir das lösen sollen. Was kannst du mir darüber sagen? Woher hast du die? Gefunden. Also? Unbekannt ist sie mir nicht. Aber ich will eine Verwechslung ausschließen und den Namen abgleichen. Dafür brauche ich ein Protokoll aus der Fertigungshalle. Bring es mir und wir sehen weiter. Was genau steht in dem Protokoll? Willst du das jetzt wirklich ausdiskutieren? Bring es mir einfach. Such Keno auf. Er arbeitet vor Ort und sollte wissen, wo es liegt. Ordonnanz zu mir! Achso, er sagt das jetzt, glaube ich, mit den... So, wie ich schon mal sagte, schade ist, dass wenn wir das hier nicht, also diese Folgeaufgaben, ne, dass das nicht von alleine weiterspringt. Da müssen wir lang. Da waren wir schon mal, also wir haben ihn noch nicht, ne? Was soll das denn werden? Nicht, da ist er. Was wird denn das? Ich bin gleich für dich da. Gib mir eine Sekunde. Okay, die Sekunde dürfte also jetzt eigentlich... Also nochmal von vorne. Servomotor, check. Hydraulik, check. Elix-Zufuhr, check. Zentrale Prozessoreinheit. Ach, was weiß ich. Jetzt habe ich Zeit für dich. Was kann ich für dich tun? Beziehungsweise, vielleicht kannst du auch etwas für mich tun. Kennst du dich mit Kampfmaschinen aus? Oder Drohnen? Was ich wissen will ist, verstehst du was von Befehlsabläufen? Also Befehle technischer Natur? Schade, ich habe das nicht geskillt. Egal. Nicht die Spur. Naja, so wie du rumläufst, hätte ich mir das gleich denken können. Vergiss, dass ich gefragt habe. Ich komm schon klar. Also, was wolltest du noch gleich?
Erstmal das. Hagen schickt mich. Du sollst mir ein Fertigungsprotokoll aushändigen. Ah, natürlich. Gut, dass du zu mir kommst. Ohne meinen Schlüssel hättest du lange danach suchen können. Das Protokoll liegt in meiner Truhe. Reine Vorsichtsmaßnahme. Wir wollen etwaigen Langfingern ja keine Anreize bieten. Gut, sonst noch was? Nein. Du kannst den Schlüssel zusammen mit dem Protokoll bei Hagen abgeben. Ich hole ihn mir später zurück. Wir reden später, ne? Also wie gesagt, ich habe das in den letzten Folgen schon alles erwähnt, dass ich erst meine Fähigkeiten haben will und dann machen wir in Ruhe die ganze Welt, ne? So. Oh, so. Das habe ich ja hier schon mal gemacht. Könnt ihr selber durchlesen, das ist ja jetzt noch nicht viel, ne? Dann brauche ich das nicht vorlesen. So. Ich habe das hier Gott sei Dank schon mal gemacht. Ich schlafe mal ganz kurz eben. Und dann erkläre ich euch das. Also, ich war so dumm gewesen und habe alles rausgenommen, obwohl ich es mir hätte denken können. Wir nehmen aber nur das Protokoll. Babs, mal sehen, ob Hagen jetzt mit ein paar brauchbaren Informationen herausrückt. Ich habe beim letzten Mal die 1000 Splitter genommen. Ich habe es dann zwar ehrlicherweise gesagt auch, dem Hagen, aber es wurde natürlich nicht gern gesehen. Und wenn mein Plan aufgeht und ich denen hier beitreten kann, dann sollte das nicht, Meldegehorsamst, keine Rückmeldung erfolgt. Kundschafter bleiben vermisst. Und der Suchtrupp? Ist ohne Ergebnis zurückgekehrt. Verdammt nochmal, der Befehl war eindeutig. Morgen um 0600 soll er wieder ausrücken. Ist das klar? Jawohl. Wegtreten. Schnappt ihr ein paar kräftige Leute und dann räumt ihr die alte Tunnelanlage im Norden leer. Nahrung, Werkstoffe, was immer ihr findet. Auftrag verstanden? Jawohl. Dann ausführen. Stapelt das Zeug in der Händlermesse. Aufklärer, die nichts aufklären. So kann's nicht weitergehen. Alles klar? Du wirkst unzufrieden. Was du nicht sagst. Fahnenflucht steht dieser Tage vor Pflichterfüllung. Egal, das Fernbleiben unserer Kundschafter soll nicht deine Sorge sein. Gib mir das Fertigungsprotokoll. Hier. Gut, das wandert gleich in den Müll. Und jetzt beantworte mir folgende Frage. Hast du neben dem Protokoll sonst noch etwas eingesteckt? Elexit aus Kenos Truhe beispielsweise? Das Protokoll war nichts weiter als ein Köder, richtig? Offensichtlich. Sag mir, was ich hören will. Dann verrate ich dir, warum ich ihn gelegt habe. Also, hast du das Elixit aus Kenos Truhe entwendet? Nein, nicht einen Splitter. Das kommt überraschend. Ich hatte etwas anderes erwartet. Aber ich bin dir noch eine Antwort schuldig. Du wolltest wissen, was es mit der ID-Karte auf sich hat. Der Kerl, dem wir diese Karte zugeteilt haben, war vor einiger Zeit hier. Kam von draußen, so wie du. Hat sich schnell in unserer Gemeinschaft eingelebt, konnte gut mit Technik umgehen. Deshalb habe ich ihn Keno zugeteilt. Das war ein Fehler. Es hat nicht lange gedauert und er hat sich mit einigem Zeug davon gemacht. Was genau hat er mitgenommen? Hauptsächlich Metall und ein paar Drähte. Keine Ahnung, was er damit wollte. Ich nehme an, du kannst mir das erzählen. Wir verraten das jetzt erstmal nicht. Nein, aber ich habe die Information, die ich wollte. Ganz abnehmen kann ich dir das nicht. Egal. Wenn du ihn findest, schick ihn her. Ich würde ihn mir gerne einmal zur Brust nehmen. Reicht auch ein Teil von ihm. Ansonsten wird's schwierig. Dann vergiss es. Aber ich habe eine andere Bitte an dich. Wenn du wieder unterwegs bist und jemanden mit Führungsqualitäten triffst, schick ihn her. Du hast ja mittlerweile mitbekommen, dass wir auf allen Ebenen Schwierigkeiten haben. Und ich brauche dringend Entlastung. Ich würde es als persönlichen Gefallen ansehen. Werd's mir merken. Gut, mehr verlange ich nicht. So, jetzt haben wir Skibor der Dieb. Das haben wir jetzt geklärt, jetzt sagen wir ihm das.
Ich weiß, was deinen Aufklärern zugestoßen ist. Was? Woher? Raus mit der Sprache! Alle tot. Sie sind den Fremden zum Opfer gefallen. Verflucht nochmal! Sie zu ersetzen wird uns schwerfallen. Da ist es nur ein schwacher Trost, dass sie nicht unehrenhaft gestorben sind. Immerhin kann ich jetzt den Suchtrupp zurückpfeifen. Hier, für dich. So, das war's, ne? Wir lassen uns... Ja. Cool. Dann haben wir das. Dann haben wir das. Wir haben hier noch mehr Aufgaben, noch viel mehr. Aber wir müssen ja nun einmal... Aber wir müssen ja... Das wird mal hier so erledigen. Ich will erstmal die Fähigkeiten haben und ich komme dem immer ein bisschen näher. Aber es wird nochmal schwierig werden. Aber was ich nochmal wollte, ist das und das und die Gerissenheit und die Konstitution. Das sind nämlich Permatränke. So, und dann wollte ich... Wollte ich überhaupt... Ja doch, doch, hier. Einige verkaufen das Ganze bei einem Händler, aber ja, man kann es auch direkt dem Geldbeutel hinzufügen. Interessant. So, sehr schön. So, jetzt speichern wir nochmal. Ja, so. Habe ich das jetzt richtig in Erinnerung? Die Zahl. So. Gut, dann Abmarsch. Hier drüben! Ich hab dich schon gesehen. Und? Konntest du den Klerikern eine Beteiligung am Anschlag nachweisen? Nein. Wie es aussieht, hat Skibor nur ihr Metall gestohlen. Dann hat er nicht nur uns, sondern auch sie getäuscht? Ja, die Kleriker bringen uns nicht weiter. Was hast du herausgefunden? Nicht viel. Zumindest dachte ich das. Aber dank deiner Informationen könnte es anders aussehen. Ist dir dort drinnen ein Outlaw-Händler begegnet? Kann schon sein. Warum fragst du? Anders als du habe ich keinen sicheren Weg hineingefunden. Hier draußen konnte ich aber beobachten, wie sich zwei Outlaws der Burg genähert haben. Was uninteressant klingt, könnte durchaus etwas mit unserem Fall zu tun haben. Ich komme darauf, weil sie geschickt wurden, um den Klerikern Metall zu verkaufen. Woher weißt du das? Ganz einfach. Ich habe sie belauscht. Fassen wir also die Ergebnisse zusammen. Ich stelle mir das so vor. Skibor nutzt seine Position aus und stiehlt das Metall. Er geht zu den Outlaws und lässt sich die Bombe anfertigen. Was von dem Metall übrig blieb, wollten sie den Klerikern wieder andrehen. Nicht gerade subtil, aber durchaus gerissen. Also sind die Outlaws unser nächstes Ziel? Exakt. Schließlich wissen wir noch nicht, wie es Skibor gelungen ist, die Bombe zu schmuggeln, von seiner Motivation ganz zu schweigen. Aber ich bin mir sicher, im Krater finden wir die Antworten. Wenn du hier noch was zu erledigen hast, tu das. Wenn nicht, brechen wir auf. Ich bin bereit. Gut, ich synchronisiere die Koordinaten mit meinem Adjutor. Dann teleportieren wir uns hin. Oder hast du gedacht, wir laufen die ganze Strecke? Hätten wir uns den Weg zu den Klerikern dann nicht sparen können? Du meinst, weil ich die Koordinaten der Burg kannte? Nun ja, ich hatte gehofft, du würdest unterwegs das Weite suchen. Ja, super. Ich war mir sicher, dass du mein Kommando nicht akzeptierst. Wie man sich doch täuschen kann. Außerdem muss ich zugeben, dass sich deine Hilfe als äußerst nützlich erwiesen hat. Bist du? Na, herzlichen Dank. Unsere Differenzen sind beigelegt. Kein Grund, nachtragend zu sein. Also, können wir? Wir können. Na, immerhin nicht laufen, ne? So reißt es sich doch gleich angenehmer. Stellen wir den Krater auf den Kopf. Holen wir uns die Antworten. Wie gehen wir vor? Unsere Zielperson ist ein Outlaw namens Viper. Seinen Namen konnte ich heraushören, als ich die zwei Outlaws beschattet habe. Und wenn mich nicht alles täuscht, ist er derjenige, bei dem Skibor die Bombe beschafft hat. Ich nehme mir den Norden der Stadt vor, du den Süden. Einwände? Nein. Finden wir den Kerl. Sprich aber nicht jeden x-beliebigen Niemand auf ihn an. Such dir gezielt die Personen raus, die viel Kontakt zu anderen haben.
Fang am besten mit der Torwache an. Wenn du ihn vor mir zu fassen kriegst, nimm ihn in die Mangel. Ich habe keinen Zweifel, dass du das auch ohne mich schaffst. Absolut nicht, nein. Bald klärt sich alles auf. Ich kann es fühlen. Mhm. Ey, warte mal ganz kurz. Willkommen, Fremder. Wenn du etwas kaufen oder verkaufen willst, ich bin dein Mann. Yes. Ich habe nur... Lass uns handeln. Lass uns handeln. Natürlich. So, das ist ja das, was wir ausgerüstet haben, oder? Nee. Axt. Wir, ja, wie ich schon sagte, ne? Ach, das kann ich jetzt beides. Dann nehmen wir den da. So, jetzt haben wir hier. Ja, das brauche ich nicht, weil ich habe ja meine Brille. Wisst ihr? Ja. Handel zurücksetzen. Oh, ich bin so doof. Das sind seine Sachen. Ich habe hier nichts verkauft. Ich habe was gekauft. Boah, guckt euch das an. Vollstrecke-Axt. Aber, boah, das tut euch bestimmt weh, ne? Wenn ich das jetzt verkaufe, jetzt so ohne Scheiß. Ich selbst, wie gesagt, ich bin ja diese Kräfte. Da, mir tut das nicht weh. Ich kann das jetzt ziemlich skrupellos einfach kaufen. So, was haben wir denn jetzt hier noch? Das. So, das ist ja das, wenn wir jetzt schmieden könnten. Wir haben jetzt hier drei von den Dingern, glaube ich. Aber dann könnten wir was Verbessertes machen. Will ich aber nicht. Aber deswegen können wir auch, genau so. Dann nehmen wir das noch weg und das ist ein Schild noch. So. Wir haben jetzt echt schon wirklich viel, viel verkauft. So, das ist die... Die Waffen sind das meiste, was die meiste Kohle auch bringt, muss man auch ehrlich mal sagen. Vielleicht mache ich auch einen Fehler. Kann ja auch sein, dass das bei dem Alsten anders ist als... Also bei den Berserkern brauchte ich keine einzige Waffe. So, wir werden jetzt hier... Ja, das kommt nochmal weg. Hiervon haben wir zwei. Warte mal. Die ist noch besser. Dann können wir die wegtun. Die auch. Ja, Munition hier. Die Berserker kann weg. Und ja, eigentlich könnten wir sogar hier... Ich will das jetzt nur nicht zu lange hinauszögern. Wobei hier die Kippen können weg. Denn das reicht jetzt auch erstmal. Hast du denn sonst irgendwas? Irgendwas, was mir weiterhelfen könnte? Nö. Gut, erstmal nicht. So, Ende. Ein gutes Geschäft. Wenn du wieder mal was brauchst, komm einfach zu mir. Kein Problem. Darius? Warum quatschst du mich an? Willst du nicht die Stadt ansehen? Was, keine Kontrolle? Hör zu, einen lila Arsch hast du nicht. Bestechen brauchst du mich nicht und mehr sagen muss ich nicht. Also schwör ab. Was für ein geiler Ansatz. Nein. Na dann. Grüß ein paar Miezen von mir. Ach ja, das hätte ich fast vergessen. Hier, dein Spielgeld. Du schenkst mir Elixit? Einfach so? Ich nicht. Hector hat angewiesen, dass jeder Besucher einen Beutel kriegt. Muss wohl besoffen gewesen sein, als er das entschieden hat. Denke ich nämlich auch. Kannst dich ja bei ihm bedanken. Nur musst du dafür deinen Arsch in den oberen Distrikt bekommen. Und der ist abgeriegelt. Wo bin ich hier überhaupt? Als ob wir das nicht wüssten. Du kommst den ganzen Weg und weißt nicht, wo du hier bist? Ja. Was bist du denn für ein Vogel? Das hier ist die Kraterstadt. Die Stadt der echten Outlaws. Nicht die dieser Arschkriecher, die sich den Berserkern angeschlossen haben. Hier hat Baxter das Sagen. Du kennst ihn vielleicht als Baxter den Blutigen. Sonst noch Fragen? Gibt es hier keine Regeln, die du mir erklären musst? Hör mal zu, Freundchen. Du bist hier bei den Outlaws. Wir stehen nicht so auf Regeln. Wenn du hier was klaust oder so, solltest du besser aufpassen, dass dich dabei niemand sieht. Ansonsten könntest du dich schnell ohne Kopf wiederfinden. Habt ihr keine Stadtwachen? Du bist witzig. Wir haben nicht mal Gesetze. Da fällt mir ein, ganz stimmt das nicht.
Der obere Distrikt ist für Außenseiter gesperrt. Aber da willst du eh nicht hin. Glaub mir. Alles, was Spaß macht, ist hier unten. Ich suche Viper. Erwartet er dich denn? Nein. Wo steckt er? Kein Plan. Bewegt seinen Arsch selten raus. Kannst froh sein, wenn du ihn nicht findest. Der ist eine Nummer für sich. Ja. Hallo Onkel. Bist du zum ersten Mal hier in der Stadt? Nee. Nein. Oh, schade. Aber vielleicht hast du ja trotzdem Interesse an meinem Angebot. Ich mag dir die Stadt zeigen. Kommst du mit? Ja, klar doch. Eine Führung kann nicht schaden. Super, komm mit. Ach, Vicky, du weißt doch, wie es ist. Sagt er auch was, wo wir uns befinden? Hey du, hast du mal einen Augenblick für eine wichtige Sache? Worum geht es? Ich sammle Spenden für den Kinderhort. Hast du ein paar Splitter, die du entbehren kannst? Die Kleinen im Kinderhort können es gut gebrauchen. Ein bisschen was kann ich entbehren. Wie? Mehr ist nicht drin? Das muss jetzt aber reichen. So richtig die Spendierhosen hast du heute nicht an, was? Ich muss dir auch gar nichts geben. Schon gut, schon gut. Jedes bisschen hilft. Ich bring das dann mal besser zum Kinderhort. Man sieht sich. Sieht man sich auch noch mal, mein Freund. Boah, du lässt mich echt warten. Tut mir leid, der hat mich angequatscht. Hast du vielleicht noch ein paar Brocken Elexit für mich? Was soll das? Das ist, geht doch hier nicht mit seriösen Dingen zu. Wir sind da. Das macht dann 1000 Splitter, bitte. Wofür brauchst du denn so viel Splitter? Ich würde auch... Ach, egal. Warte mal. Ich glaube, die kleine Ratte hat mich bestohlen. Ich will mir erstmal hinterher. Bleib stehen. Kann ihn mir einholen. Aber der lässt sich nicht festhalten. Der rennt einfach durch. Na? Ich hoffe für dich, du bist nicht wieder mit leeren Taschen gekommen, Stöpsel. Ach, sieh eine an. Nein, Zack. Diesmal hab ich was. Ehrlich. Na dann zeig mal her. Das ist alles? 20 Elexit? Mehr hab ich nicht. Das glaubt dir doch ein Toter. Los, gib den Rest her oder setzt was. Mehr hab ich wirklich nicht. Na gut, ich will dir mal glauben. Aber wehe, ich finde später was zwischen deinen Sachen. Gehen wir noch mal hin später, okay? Ich muss jetzt hier... befrage die Outlaws. Viper. Okay, wir müssen hier wahrscheinlich ihn fragen. Weißt du, warum du hier bist? Nero, ich kann alles erklären. Du hast dich erwischen lassen. Ich wollte Yasma helfen. Die Berserker... Die Berserker sind kein Umgang für dich. Das weißt du doch. Ich wollte Informationen beschaffen. Über das Fort, über Red. Ohne dass Baxter dir den Auftrag gegeben hat? Wie fürsorglich du doch bist. Geh nach Hause. Ruh dich aus. Ich kann gehen? Natürlich kannst du das. Mein Freund hier wird dich begleiten. Wir wollen ja nicht, dass dir was zustößt.
Nicht nötig. Das schaffe ich schon alleine. Dann erhol dich gut. Danke, danke. Vielen Dank. Der ist nicht so psycho, ne? So creepy. Ah, der Nächste. Ich sage dir, was ich auch den anderen gesagt habe. Geh zur Tafel da drüben. Dort findest du meine Aufträge. Ist irgendwas unklar? Frag mich einfach. Ja, machen wir auch noch. Ausrüstung gibt's nicht gestellt. Aber wenn ich dich so anschaue, brauchst du die auch nicht. Ist alles erledigt, kannst du dir das Kopfgeld bei mir abholen. Du kannst mir doch sicher sagen, wo ich Viper finde. Natürlich. Aber warum sollte ich das tun? Ich will nur mit ihm reden, das ist alles. Tut mir leid, aber nein. Glaube ja nicht, ich will ihn schützen. Für jemanden, der sich nur im Schatten verkriecht, habe ich keine Sympathie. Aber solange du seinen Namen nicht auf meiner Tafel findest, erfährst du auch nichts von mir. Berufsethos. Verstehst du? Okay. Wir reden später. Alles klar. Ne, hier unten doch nicht. Unten nicht. Ah, irgendwo, ne? So, dann wollen wir mal. Hier wird uns sicher keiner mehr helfen können. Ja, du vielleicht? Ich bin gleich für dich da. Das heißt, die Preise für diesen Schutz steigen leider auch. Ich glaube wirklich nicht, dass ich zu viel verlange. Ich weiß, dass du ein paar reiche Kunden hattest. Da sind 800 Elexit doch wirklich nicht zu viel verlangt. Das ist über die Hälfte meiner Einnahmen. Das kann nicht dein Ernst sein. Hör zu, nochmal ganz langsam. Du bezahlst den Blade und er sorgt dafür, dass du nächste Woche überhaupt Einnahmen hast. Der Blade kann seinen Schutz auch einstellen und dich den Verbrechern überlassen. Schon gut, ich zahle ja. Ich wusste doch, du bist ein kluges Mädchen. Wir sehen uns dann nächste Woche. Kommen wir zu dir. Wie kann ich dir helfen? Ich habe einige neue Tränke reinbekommen. Willst du dir meine Waren mal ansehen? Das machen wir auch später. Zeig mir, was du anzubieten hast. Nur das Beste. Hier hätten wir zumindest schon mal. Boah. Das ist ja eigentlich, brauchen wir das, ne? Komm. Dann eine Hose. Wenigstens ein bisschen. Oh ja, mittlerer Elite-Trank, das auch. Und davon nehmen wir dann auch nochmal 6 Kaffeebohnen. Fragt nicht. Baupläne. Naja, komm, nehmen wir ihn halt mit. So, ich glaube, das war's dann. Aber wir könnten einfach, um uns besser zu fühlen, noch ein paar Sachen hier verkaufen. Ja, aber ich würde sagen, das reicht erstmal. Wir haben jetzt hier noch wer weiß wie viel, aber egal. Zu dem anderen kommen wir. Also bei ihr brauchen wir schon mal nicht fragen. Hier. Ob das... Huch, ich habe dich gar nicht bemerkt. Sag, wie kann ich dir helfen? Wenn du eine Auskunft brauchst, bist du woanders besser aufgehoben. Ich kenne mich nur ein wenig im Schieberdistrikt aus.
Ich suche einen Outlaw. Viper heißt er. Wirklich kennen tue ich ihn nicht. Ich bin ihm nur flüchtig begegnet. Das war, als ich eine Audienz bei Baxter hatte. Er kam kurz nach mir rein, ist aber auch recht schnell wieder gegangen. Danach ist er mir nicht mehr unter die Augen gekommen. Oder ich habe ihn übersehen. Die Gassen sind so verwinkelt, da kann das schon mal passieren. Ich denke nicht, dass dir das hilft, oder? Nein, nicht wirklich. Trotzdem danke für die Auskunft. Das andere machen wir auch noch. Hey. 100 Splitter für einen Tag. Ab einer Woche gibt's Rabatt. Das Risiko trägst du. Keine Entschädigung bei Unfällen. Aha. Und was genau verhandeln wir gerade? Bei dir muss ich wohl von vorn anfangen. Ich bin der Typ, der dich unsterblich macht. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ich saufe, rauche und hab mehr Kerben auf der Flinte, als ein Reißer Zähne hat. Trotzdem stehe ich hier und atme. Also, kommen wir langsam ins Geschäft? Hast du auch einen Namen? Ich ziehe es vor, keinen zu haben. Ein Name klebt wie Blut an dir, lockt nur die Geier an. Einmal nicht aufgepasst und du stehst auf einer beschissenen Liste. Ja. Wer im Schatten bleibt, verbrennt sich nicht den Schädel. Pack deine Sachen, du bist angeheuert. Ich glaube, du hast was falsch verstanden, Bruder. Was? Die Drecksarbeit erledigst du schön selbst. Aber ich kann dir zeigen, wie man's macht. Ich bilde dich aus und verkaufe dir genug Zeug, damit du mehr als einen Tag da draußen überlebst. Meinen Tages- und Wochensatz kennst du ja. Also, steht der Deal? Ich bezweifle, dass du mir etwas Neues beibringen kannst. Verstehe. Bist selbst im Gewerbe. Ein Profi sozusagen. Hör zu, Junge, auch wenn's abgedroschen klingt. Man lernt nie aus. Wenn nicht, bleibt dir noch immer die Ware. Wir gucken mal, was er kann. Bring mir etwas bei. Wusste ich doch, dass ich dir noch was zeigen kann. So, ja, ja. Das hier hätte ich gerne, aber dann... Nee. Das könnte... Rüstungsschutz. Ja, nee. Nicht so wirklich. Nee. So, der hat bestimmt auch hier coole Waffen und sehr, sehr teure, wie man sieht. Will nur mal gucken. Mehr nicht? Na gut. So, wir müssen ja suchen, Viper. Wir müssen nicht. Da oben höchstens. Oder da hinten noch. Hier nicht irgendwo eine Kneipe? Einerseits ist das richtig. Andererseits... Der starb mich schon. Heiltrank oder Schwarzgebrannter? Welche Plörre es auch ist, ich mache den anständigen Preis. Kannst du mir sagen, wo ich Viper finde? Viper? Kenne ich nicht. Schon klar. Wie viel verlangst du? Hast du was an den Ohren? Ich kenne ihn nicht. Mein Fusel ist alles, was ich dir anbieten kann. Laufen die Geschäfte? Sicher. Wer es zu uns geschafft hat, braucht als erstes einen kräftigen Schluck. Die Regale sind gefüllt und die Distille drückt mehr raus als meine Blase. Und ab und an kommt einer, dem ich beibringe, was ich weiß. Das wirft auch noch ein paar Splitter ab. Kannst du mir was beibringen? Klar doch. Kostet aber was. So. Oh, bei ihm könnte ich jetzt... Sollen wir das machen? Was hat er denn noch? Lehrer sind günstiger. Händler geben dir Rabatt. Na. Komm, wir nehmen jetzt...
Wir nehmen das da mal mit. Dann haben wir zumindest das schon mal. Was hast du im An? Sieh dich um. Also nicht wirklich viel. Naja, gut. Ja, toll. Wir sind ja nicht wirklich weit gekommen. Naja, hab die eine Hälfte versoffen und den Rest wohl verloren. Was quatschst du da? Man verliebt. Hey, wo willst du hin? Ich will zum Duke. Ist das Oh, da will ich gar nicht hin. Ist schon gut, Bully. Leute, ich muss das jetzt abbrechen, weil... So, du das bist wollte ich also noch gar nicht Kerl. Machen. Ich hab. So, das machen wir noch, aber nicht. Hey! Tut mir leid. Er will unbedingt mit mir kämpfen und das kann ich aber nicht, kann weil. Man doch auch friedlich lösen. Ach, Martha. So, wo bin ich? Machen die noch was? Na, warte. Ich kann den noch nicht besiegen. Es ist einfach Fakt. Waren wir jetzt hier schon drin? Hä? Das läuft ja wie am Schnürchen hier. Mein Gott. Da müssen wir noch mal. Ich mach das schnell, Leute. Darauf kommst du erst jetzt? Welche Plörre? So, da war nichts, ne? Gut. Immer wieder höre ich das von dir. Ohren, die zuhören. Da oben kommen wir nicht rein. Hast du? Der obere Distrikt ist gesperrt. Du kannst also kehrt machen. Wo finde ich Viper? Du suchst an der falschen Stelle. Hector will ihn hier nicht haben. Versuche es in den unteren Distrikten. Wieder nichts. Der Kerl ist wirklich schwer zu finden. Irgendjemand muss etwas wissen. Irgendjemand muss ja auch was wissen, oder? Du suchst wen, richtig? Ja. Ja. Woher weißt du davon? Das ist geheim. Aber für 1000 Glitzersteine helfe ich dir, den Mann zu finden, den du suchst. Ach komm, wir haben genug. Na dann mal raus mit der Sprache. Uff, so viel kann ich ja gar nicht tragen. Du wolltest 1000 Splitter, du hast 1000 Splitter. Du bist blöd. Die sind viel zu schwer. Jetzt will ich die nicht mehr. Okay. Hilfst du mir trotzdem? Okay. Mein Papa kennt den Mann, den du suchst. Und? Hat dein Papa auch einen Namen? Claro. Aber den musst du raten. Sonst macht's keinen Spaß. Na schön, gib mir einen Tipp. Er ist der wichtigste Mann im Krater. Baxter ist dein Vater? Der doch nicht. Mein Papa sorgt dafür, dass niemand verdurstet. Dann sprichst du von Mick, dem Wirt. Genau. Hey, du bist klug.
Dein Vater hat mir gesagt, er kennt den Mann nicht, den ich suche. Tut er wohl. Na schön, ich unterhalte mich nochmal mit ihm. Du darfst ihm aber nicht sagen, dass ich gepetzt habe, sonst wird er wütend. Ehrenwort. Ich muss jetzt gehen. Bis irgendwann mal. Sehr schön. Jetzt Abmarsch. Weg, weg. Oh, nee. Muss aber mal speichern jetzt mal langsam. Wenn wir keinen Wie. So, dann wollen wir mal. Widerstand leisten ist all. Darüber zu reden. Ich bin nicht davon überzeugt. Du hast gelogen. Du kennst Viper. Woher weißt du? Verflucht noch eins. Hat das Skör wieder geredet? Das geht dich nichts an. Nur Ärger mit der Kleinen. Na, warte. Fass sie an und du steckst in noch größeren Schwierigkeiten. Schon gut, beruhig dich, hier passiert nichts. Es ist nur so, wenn bestimmte Dinge in den falschen Hals geraten, geht es mir an den Kragen. Dann hat sie niemanden mehr, der sich um sie kümmert. Aber das ist meine Sorge. Reden wir von Viper. Ich arbeite für ihn, liefere ihm hier und da Zeug, erledige Gefälligkeiten. Nichts Großes. Ich will ihn treffen. Kannst du das arrangieren? Du verlangst ganz schön viel von mir. Er wird Fragen stellen. Was soll ich ihm sagen, wenn er den Grund des Treffens erfahren will? Er und ich haben einen gemeinsamen Freund, Skibor. Na schön. Ich werde es ihm ausrichten. Warte bis morgen Abend. Dann kann ich dir sagen, ob das Treffen stattfindet. Na schön. Wir reden doch um den heißen Brei. Ich habe das schon mal gehört. Gegenüber war das. Wir müssen schlafen. Abend, ne, hat er gesagt. Alles ist besser als die Seuche. Wir gehen nicht. Wir müssen eigentlich nach oben. Wie kommen wir denn nach oben? Ich habe das schon mal gehört. Nächsten Abend und. An alle Gemeinschaften und einsame Kämpfer. Abend, ne? Hat er ja gesagt. Machen wir es einfach zweimal dann. Hortet euer Zeug. Verkauft es an einen Händler. Ah, mein Kopf. Die Infektion hatte sie schon fast wieder vergessen. Wenn ich das nicht in den Griff kriege, passieren noch irgendwelche Dinge mit mir. Ich weiß nicht. Wird Zeit. Steht das Treffen mit Viper? Ja, ich hoffe, du weißt, auf wen du dich eingelassen hast. Trotzdem ist es noch zu hell. Viper mag kein Tageslicht. Schlage vor, wir warten auf den Abend, kippen uns ein und wünschen uns gegenseitig Glück. Einverstanden. Na bitte. Locker gefällst du mir besser. Du hast einen ordentlichen Zug drauf. Klassischer Bleimagen, was? Aber es ist Zeit. Brechen wir auf. So ein komischer Vogel wie du ist mir nur selten untergekommen. Ein Leichensack ist gesprächiger als du. Aber wir haben alle unsere Probleme. Irgendetwas sagt mir, dass ich deinen nicht schultern möchte. Wie weit ist es? Nicht der Rede wert. Gleich da. Wir sind da. Da drüben steht einer von Vipers Handlangern. Sein Boss ist also in der Nähe. Ich würde ja mitkommen, aber... Ich erledige das schon. Geh nach Hause. Werde ich. Dir viel Erfolg. Den können wir sehr gut gebrauchen in Erfolg. Und zwar machen wir das in der nächsten Folge. Da gehen wir da rein in die Höhle des Löwen.
Das wird nochmal ein ordentliches Stück werden, was wir da zu erledigen haben. Und das alles ungeskillt. Aber ich hoffe, dass wir ab der nächsten Folge, dass es dann besser für uns wird. Ne? Ja. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.